Wenn wir Fertigung neu definieren, wenn unser Wettbewerb die mechanische Fertigung ist, dann brauchen wir Materialien, die auch die entsprechende Stabilität haben. Und das, was Mark Forge hier erfunden hat, ist eben das 3D-Drucken mit einer Endlosfaser. Ob das jetzt eine Carbonfaser, eine Glasfaser, eine Kevlarfaser ist, das ist im ersten Step sekundär. Wichtig ist ganz einfach, den Mehrwert zu verstehen und die Möglichkeiten, die mir das im Unternehmen bringt. Gelbe, was Sie hier sehen, das ist eine sogenannte Endlosfaser, die in diese Schicht in das Bauteil eingebracht wurde. Und das ist eine einzige Faser, deshalb Endlosfaser mit in der Schicht einem Anfangs- und einem Endpunkt. Und wenn wir jetzt mal uns ein Standard-Aluminium, was Biegedehnung, Biegespannung angeht, mit dem Carbon vergleichen, dann haben wir erhebliche Steigerungen durch den Werkstoff Carbon. Und das bedeutet, dass wir mit dem Einsatz der Endlosfaser in unserem Bauteil heute den Werkstoff Carbon quasi nutzen können wie ein Klötzchen Aluminium. Jeder von uns ist begeistert von den Möglichkeiten von Carbon. Leicht, stabil, etc. Aber in mechanisch verwendbaren Bauteilen Carbon zu nutzen, ist eigentlich fast nicht möglich. Aber im Zusammenhang mit der Endlosfaser können wir das heute machen.